Nein, oder nicht mehr, als wenn wir in einem anderen Land vergleichbare Aufnahmen machen würden. Ich denke, die Bilder mit den Wandergruppen oder den Arbeitsbrigaden auf dem Pektusan, die lebten eigentlich von der Situation, die wir dort angetroffen haben. Also das heißt, wir mussten eigentlich vor Ort darauf reagieren. Da waren Hunderte von Menschen. Wir haben das Treiben beobachtet, die Kamera auf einem Stativ und verschiedene Szenen, einfach was da abging. Und wir haben uns in den Interviews dann auch erlaubt, Menschen gewissermaßen herauszupicken und auf sie zuzugehen und zu fragen, ob sie für eine Antwort bereit sind. Und ich denke nicht, dass wir da Einfluss nahmen jetzt auf das Setting oder mit vorgefertigten Inhalten bedient wurden. Ich glaube, in der Schulszene ist es etwas anderes. Die Schulszene zeigte mir vor allem, dass diese Klasse, diese Schule sich im besten Licht präsentieren wollte, von den weiß gebügelten Hemden bis zu den perfekten Antworten. Und das ist in dem Sinn natürlich sehr wohl so vorbereitet und eingeübt. Aber Hand aufs Herz, wenn in einer Schweizer Schulklasse ein koreanisches Filmteam vorbeikommen würde, bin ich ziemlich sicher, dass diese Anspannung bei Lehrkraft und Schülern und irgendwie dort, präsentiert man sich dort, natürlich genauso ein Thema ist. Nicht im gleichen Kontext, aber ich glaube auch, dass das nicht einfach nur Spontanität pur ist. Von daher glaube ich eigentlich, dass die Rahmenbedingungen jetzt diese Aufnahmen zu machen, und ich rede jetzt nicht von den Spielregeln der Dreharbeiten, sondern nur von der eigentlichen Drehsituation, jetzt nicht total anders sind als bei einem vergleichbaren Projekt in einem anderen Kontext. Nein, es wurden keine Aufnahmen zensiert. Das heißt konkret, die Bilder wurden nach dem Dreh von nordkoreanischer Seite weder visioniert noch kommentiert und schon gar nicht beanstandet. Der Wunsch nach einem Einblick in die Bilder gab es aber sehr wohl. Der wurde sowohl in Pyongyang formuliert, uns gegenüber, ob man mal das Material sehen dürfe, und später auch nochmals in der Schweiz. Und wir haben das abgelehnt, dass das von unserem Verständnis her nicht geht, und das wurde auch respektiert. Es wurde vor allem auch respektiert bei der Ausreise am Zoll, dass diese Bilder nicht noch gecheckt wurden, was uns eigentlich wiederum sehr überrascht hat. Wir haben damit gerechnet, dass das passieren würde. Es gab einmal eine Szene vor dem Eingang des Revolutionsmuseums in Pyongyang. Da war eine Putzkraft, hat dort die Treppen gewischt und anschließend den Kessel auf der Treppe stehen lassen und den Besen da an eine Wand angelehnt. Wir haben das fotografiert, sie haben das bemerkt und dann verlangt, dass wir dieses Bild löschen. Ich denke, das ist eigentlich ein typischer kleiner Konflikt, dass eigentlich das Revolutionsmuseum im nordkoreanischen Verständnis ein schon fast heiliger Ort ist und dann steht da ein banaler Putzkübel und eigentlich das geht für sie nicht zusammen. Das ist wie ein Sakrileg und für uns ist es eine andere Geschichte selbstverständlich und dass da wie eine Limite ist. Solche Limiten, die gibt es. Vielleicht ein dreckiger Weg, muss der jetzt im Bild sein oder nicht, aber das waren eigentlich sehr seltene Momente und dass etwas gelöscht wurde, war eigentlich die einzige Szene. Aber es gab generelle Spielregeln, was man filmen darf und was man nicht filmen darf. Wir durften keine Baustellen filmen, wir durften keine Militäreinrichtungen filmen, wollten wir auch nicht, aber das ist klar, dass man das nicht darf. Und wenn man Führerstatuen oder Bilder ins Filmbild bringt, dann müssen die immer ganz abgebildet sein und nicht angeschnitten. Das sind Spielregeln, die uns gegeben wurden, an die wir uns halten mussten, die uns aber nicht wirklich eingeschränkt haben in dem, was wir eigentlich besuchen wollten.